Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute darf ich einen sehr weisen Mann interviewen. Und er ist nicht nur weise, weil er schon 87 Jahre alt ist. Kurt Tepperwein. Er ist Speaker, er ist Dozent, er ist Bestsellerautor und ich nenne ihn auch einen Bewusstseinstrainer, denn er setzt sich schon seit Jahrzehnten mit dem menschlichen Bewusstsein auseinander. Ich spreche mit ihm darüber, warum der Liebeskummer aus seiner Sicht unnötig ist und wir ihn gar nicht brauchen. Freut euch auf wirklich tiefgreifende Erkenntnisse. Ich begrüße alle Zuschauer. Heute habe ich Herrn Tepperwein bei mir. Ich bin total froh, ihn interviewen zu dürfen und ich begrüße Sie. Hallo, Herr Tepperwein. Einen wunderschönen guten Morgen und danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Schön. Meine erste Frage ist gleich: Gehört Liebeskummer immer obligatorisch zu einer Liebesbeziehung? Eigentlich überhaupt nicht. Die sollte niemals vorkommen. Wenn sie vorkommt, dann ist eine Ursache vorhanden, die zu erkennen ist und zu beseitigen ist und dann verschwindet Liebeskummer für immer. Also er ist völlig unnötig. Und was ist dann Liebeskummer? Ist Liebeskummer wirklich Kummer? Ja, das ist sogar ein sehr großer, schmerzhafter Kummer, aber den hat immer nur ein Ich. Das heißt also, in Wirklichkeit ist Liebeskummer eine liebevolle Botschaft des Lebens. Du bist nicht bei Bewusstsein. Du bist in der Ich-Identifikation und Liebe verursacht überhaupt nie Kummer, weil der andere kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Ich kann ihn ja lieben, so viel ich will, so oft ich will, so lange ich will. Er kann mich gar nicht hindern. Also aus der Liebe entsteht kein Kummer. Der Kummer kommt erst, wenn ich ihn haben will und nicht kriege. Und der Kummer kann noch größer werden, wenn ich ihn nicht nur haben will, sondern wenn ich ihn auch noch kriege und dann feststelle, es ist gar nicht der Richtige. Weil, dass ich ihn haben will, zeigt ja nicht, ist kein Beweis dafür, dass es der Richtige ist. Es zeigt nur, dass ich hätte ihn gerne. So. Und wenn es ihn jetzt nicht bekommt oder der ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann Liebeskummer entstehen. Aber wie gesagt, völlig unnötig. Es ist immer nur ein Ich, das leidet. Die Liebe kann nichts dafür. Ja, und viele meiner Klienten kommen, oder neulich sogar eine Frau in der ersten Sitzung und sie sagte, ich will nie mehr eine Beziehung, Hauptsache ich habe nie mehr solchen Liebeskummer. Was würden Sie denn solchen Menschen raten? Ja, dass sie lieber in der Illusion des Ich bleibt und keine Beziehung eingeht, damit der Liebeskummer nicht entstehen kann, als statt aufzuwachen, aus dem Traum wach zu sein und zu Bewusstsein zu kommen. Und dann kann sie lieben, so viel sie will, und es kommt nie mehr Liebeskummer vor. Das wäre der richtige Schritt. Mit dem Und der anderen Sch vermeiden sie nur die Folgen der Tatsache, dass sie ihre Hausaufgaben nicht macht. Und der Schmerz, in dem die Menschen sind, was sollen die Menschen mit dem Schmerz machen? Denn der ist ja nicht wegzudiskutieren. Der fängt sie ja ein, da sind sie drin gefangen. Von dort bis zum Erwachen mag es ja noch ein kleiner Weg sein. Muss nicht sein. Es ist ein einziger Schritt. Wenn Sie wollen, wir werden ihn heute besprechen. Und wer will, kann ihn gleich vollziehen. Und dann ist Liebeskummer nur noch eine ferne Erinnerung. Aber um Ihre Frage zu beantworten, was sollten wir tun, wenn wir Liebeskummer haben? Also wir sollten uns erst einmal fragen, wer hat denn da Liebeskummer? Und da sagen die meisten, ja, ich. Gut, das ist nur ein Wort. Dann muss ich definieren, wer ist denn ich? Wen meine ich mit ich? Fühle ich mich als Mensch, wie die meisten natürlich, ja? Aha, dann muss ich sagen, dann hat das Ich den Liebeskummer. Oder erkenne ich, wer ich wirklich bin und erkenne mich als reines Bewusstsein, das nur vorübergehend in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist
um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel Liebeskummer, weil es den in der Vollkommenheit zu Hause nicht gibt. Und wenn ich das erfahren möchte, dann muss ich also ins Ich gehen und in eine Beziehung und dann kann ich Liebeskummer erfahren. Aber es ist immer das Ich, das diesen Liebeskummer erfährt, nicht ich selbst. Das kann ich erst einmal feststellen und dann kann ich mich fragen, weshalb habe ich denn Liebeskummer? Wodurch entsteht der denn jetzt ganz genau? Ich muss also mal hinschauen und dann erkenne ich, der kommt aus dem Habenwollen. Das Ich will haben und kriegt nicht oder kriegt und es ist nicht so, wie es sich das vorgestellt hat. Und dann ist es unglücklich und hat Liebeskummer. Aber sobald ich das analysiert habe, kann ich also erkennen, den Ausweg, aha, das ist eigentlich nur eine Botschaft des Lebens, das mich aufmerksam macht. Du bist nicht bei Bewusstsein. Du bist in der Identifikation mit der Illusion des Ich und das will haben und an diesem haben wollen leidest du. Das passt ja dann auch zu Ihrem Buch Krise als Chance, dass im Liebeskummer vielleicht dann doch die Chance steckt, immerhin zu erwachen oder zum Bewusstsein zu kommen. Also nicht nur im Liebeskummer steckt die Chance, sondern machen wir uns bewusst gleich, alles, was Sie erleben, ohne jede Ausnahme, ist immer in jedem einzelnen Fall eine Chance zum Besseren. Das Leben bietet also hier eine Möglichkeit, zu sagen, guck mal, bist du mit dieser Situation einverstanden, dann lehn dich zurück und genieße sie. Oder stimmt diese Situation so für dich nicht? Dann mach dir bewusst, wie wäre sie denn ideal? Und was für Schritte sind denn erforderlich, um dieses Ideal zu verwirklichen? Und dann wird jede Situation zu einer Chance zum Besseren. Und das klingt wunderschön. Und ich glaube, die Menschen, die da noch in diesem kleinen oder größeren Loch sind, wünschen sich genau das und schaffen das manchmal nicht so schnell. Gibt es Tricks oder Tipps, dann dorthin zu gelangen, das zu erreichen, das so zu sehen? Alles ohne Ausnahme im Leben kann man zu einem langen Prozess machen, zu einem Weg, der vielleicht sogar nicht in diesem Leben zu vollenden ist, sondern mehrere Inkarnationen braucht, oder einem einzigen Schritt. Und das ist unsere Wahl. Ich habe mich entschieden für den Schritt. Alles, was in meinem Leben zu erreichen ist, ist mit einem einzigen Schritt zu erreichen. Also machen wir diesen Schritt gerade einmal miteinander. Wenn wir nämlich so festgestellt haben, das ist das Ich, das leidet nicht an der Liebe, Liebe macht nie Leid, sondern das leidet am Haben wollen und nicht bekommen oder es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, also es leidet an seiner Unzulänglichkeit, dann erkenne ich, die Ursache für meine Liebeskummer ist nicht die Liebe, ist nicht der Partner, sondern immer das Ich. Okay, wenn das die Ursache ist, dann beseitige ich doch die Ursache. Also ich muss nicht das Ich beseitigen, sondern die Identifikation mit dem Ich. Und das, wie gesagt, machen wir gerade mal mit einem einzigen Schritt. Und den beschreiben Sie jetzt, den einzigen Schritt? Wem ich den beschreibe? Nee, können Sie diesen einzigen Schritt beschreiben? Wie mache ich das? Ich gehe ja nicht einen Schritt, sondern ich muss ja was tun dafür, richtig? Nein, das ist auch wieder eine Ansicht des Ichs. Das meint, wenn man was verändert, muss man was tun. Auf der Ich-Ebene stimmt das natürlich, dass ich kann nichts ändern, ohne was zu tun. Sobald Sie erwachtes Bewusstsein sind, tun Sie überhaupt nichts mehr. Sie haben ja keine Hände, sondern Sie ändern alles durch Ihr So-Sein. Ja, aber okay, die Voraussetzungen sind ja nicht überall gegeben. Also schauen wir jetzt, jemand hat Liebeskummer, dann muss er in der Ich-Identifikation sein, sonst hätte er ja keinen. Und dann will er da raus, wenn er bereit ist, da rauszugehen. Und jetzt machen wir diesen Schritt miteinander.
Ich beschreibe ihn, sodass Sie ihn sofort vollziehen können, zeitgleich. Also, der erste Schritt ist die Erkenntnis, die Liebe macht keinen Kummer. Es ist das Ich, das leidet an seiner Unzulänglichkeit, weil es haben will, nicht bekommt oder bekommt und es entspricht nicht seiner Vorstellung. Da entsteht eine Disharmonie und jetzt leidet das Ich darunter. Also wenn ich das erkannt habe als Voraussetzung, das Ich ist die Ursache, nicht die Liebe, nicht der Partner. Das Ich ist die Ursache, also dann will ich hier raus. Okay? Und das machen wir jetzt mit einem Schritt, aber diese Voraussetzung muss ich erstmal schaffen, dass ich weiß, was ich will. Gut. Und jetzt stelle ich mir vor, in der Imagination, ich trete mal einen Schritt hinter meinen Körper. Das kann eigentlich jeder sich vorstellen, ja. Mhm. Schau meinen Körper praktisch über die Schulter und schau ihm beim Leben zu. Mhm. Damit ist das Wunder bereits geschehen. Denn damit bin ich der Beobachter und nicht mehr das Beobachtete. Das Beobachtete kann ich ja nicht sein, sondern, ja, also dann erkenne ich, ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit. Das sind meine Erfahrungsinstrumente, mit denen erfahre ich das Leben. Ich bin jetzt der Beobachter. Ich bin reines Sein und schaue mal meinem Erfahrungsinstrument beim Leben zu. Ja? Und zum Beispiel bei seinem Liebeskummer, den es vielleicht gerade hat. Und dann mache ich mir bewusst, ja Moment, ich habe ja gar keinen Liebeskummer. Ach, das ist mein Körper, mein Ich, mein Erfahrungsinstrument. Das hat den Liebeskummer. Und weshalb eigentlich? Dann schaue ich hin und sehe, ah ja, weil es haben will und kriegt, es hat Sehnsucht, die bleibt unerfüllt und das tut weh. Ach, das ist es also. Ja, und dann kann ich natürlich hinschauen, als Bewusstsein kann ich erkennen, wen will denn mein Ich da gerade als Partner? Ist das überhaupt der Richtige? Und als erwachtes Bewusstsein erkenne ich meistens, das ist gar nicht der Richtige. Also die größte Strafe wäre, wenn mein Ich jetzt den bekommen würde, weil dann wäre der Liebeskummer noch größer, dann würde es erkennen, ja, jetzt bin ich auch noch unglücklich, weil es gar nicht stimmt. Ah, okay. Und dann erkenne ich weiter, als Beobachter bin ich in der Wahrnehmung. Das heißt, Beobachter ist ja die Funktion, wahrzunehmen, ganz klar. Während ich also mein Leben wahrnehme, habe ich plötzlich keine Verwendung mehr für das Denken. Erkenne, ach, das ist ja ein begrenzendes und begrenztes Instrument, wenn ich darüber nachdenke. Und wenn ich darüber nachdenken wollte, über das, was gerade geschieht, dann muss ich aus dem Jetzt rausgehen, aus der Wahrnehmung. Also dort, mein Leben geht aber weiter. Aber um nachzudenken, muss ich rausgehen. Ich gehe dann in den Verstand. Und damit sitze ich wieder in der Ich-Identifikation, weil der Verstand ist ja Teil des Ichs. Aber um denken zu können, muss ich in den Verstand. Jetzt denke ich darüber nach, aber mein Leben geht hier weiter. Der Film läuft weiter. Ich bin aber nicht da, wo mein Leben ist. Also plötzlich merke ich, na, das will ich gar nicht mehr. Ich erlebe ja live, was geschieht, worüber will ich nachdenken. Also dann bleibe ich der Beobachter, bleibe in der Wahrnehmung. Und dann bin ich nicht mehr identifiziert mit dem Ich, sondern ich beobachte ja gerade mein Ich. Und dann kann ich auch meine Sprache ändern. Dann hat sich noch nichts geändert. Aber dann erkenne ich, nicht ich habe Liebeskummer, nicht die Liebe macht Kummer, nicht der Partner macht Kummer, sondern das haben wollen meines Ich. Ja, das macht den Kummer. Ah, also die Vorstellung des Ichs. Das ist die eigentliche Ursache. Und dann kann ich mich entscheiden. Bleibe ich jetzt der Beobachter? Und ich lebe seit 20 Jahren als Beobachter. Das heißt, ich bleibe 24 Stunden am Tag hinter mir und schaue meinem Ich über die Schulter. Und wie eine Mutter mit ihrem Kind, ja, wenn mein Kind Liebeskummer hat,
Gut, dann helfe ich ihm als Bewusstsein, ja, und sage, wie kann ich ihm jetzt helfen? Und dann kann ich ihm zum Beispiel zeigen, stell dir vor, du würdest den bekommen und das ist gar nicht der Richtige. Ich kann erkennen, das ist gar nicht der Richtige. Also spar dir doch, dann kommt, wird der Schmerz erst richtig stark. Spar dir den, guck mal. Ja. Spar dir diesen Umweg und jetzt schauen, und dann würde das ich sagen, ja, wenn du das siehst, wer ist denn der Richtige? Sag ich, den kann ich natürlich auch erkennen. Ich kann dir also gleich sagen, bei einer Begegnung, das jetzt wäre für jetzt für dich der Richtige. Und ich kann natürlich nicht nur den Richtigen erkennen, ich kann als erwachtes Bewusstsein auch erkennen, wie du mit ihm glücklich wirst. Darf ich dazu gleich was fragen und jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen? Und zwar, als Therapeutin kenne ich diese Übung des Beobachterseins ja auch und mir gelingt das auch des Öfteren, aber mir gelingt das nicht wie Ihnen 24 Stunden am Tag. Ich muss mich da immer wieder dran erinnern und ich denke auch die Zuhörer, die das jetzt das erste Mal hören oder das vielleicht schon kennen, haben vielleicht trotzdem auch ihre Schwierigkeiten. Kann man das dann üben? Muss ich das so oft wie möglich tun? Oder wie komme ich in den 24-Stunden-Modus des Erwachtseins und Bewusstseins? Sie haben gerade die perfekte Lösung gesagt. Ich muss mich immer wieder daran erinnern. Das heißt, ich kann nicht beschließen, jetzt bin ich ständig der Beobachter. Das ist genauso wenig möglich, wie Sie beschließen können, Klavier spielen zu können, wenn Sie es nicht können. Das muss man lernen. Das heißt also, Sie müssen nicht lernen, der Beobachter zu sein. Das können Sie sofort. Das sind Sie mit einem Schritt. Was Sie lernen und üben müssen, ist drin zu bleiben. Und also der dran zu denken auch. Nein, das wäre der falsche Weg. Dann sind Sie wieder im Ich. Ja? Ich meine, dran zu denken oder mich dran zu erinnern, ab in den Beobachtermodus. Na, ich habe mir überall Zettel hingelegt damals. Ich habe ja die gleiche Schwierigkeit gehabt. Als ich das wollte, kam ich wieder ins Tun und rutschte wieder ins Ich, denn nur das Ich tut und ein Telefonat, ein Gespräch, zack, war ich wieder im Ich. Und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich mich wieder, dann habe ich erstmal die Mini-Urlaub innehalten erfunden. Das heißt, 100 Mal am Tag, wenn ich gerade was beendet habe, eine Minute Urlaub, mache mir bewusst, wer bin ich gerade? Okay, ausrichten. Also ich bin nicht das Ich, nicht der Körper, nicht der Verstand, nicht die Persönlichkeit. Ich bin der Beobachter. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich bin aber der Erfahrende. Aber weil ich habe dann auch Verständnis für mein Erfahrungsinstrument, denn weil mein Erfahrungsinstrument ja mein Leben erfährt, ja, bildet es sich ein, es sei ich. Und so entsteht die Illusion des Ich. Es weiß von mir gar nichts. Ja? Es erlebt ja nur sich und das Leben und denkt, ja, ich bin der das erfährt. Ja? Das ist typisch ich, ganz klar. Aber eigentlich müsste die Weisheit der Sprache es schon aufmerksam machen, dass das nicht stimmt. Weil die meisten Menschen identifizieren sich mit dem, was sie im Spiegel sehen. Aber wenn Sie fragen, was siehst du denn da im Spiegel? Ja, meinen Körper. Moment, wenn du da deinen Körper siehst, dann muss es ja einen Besitzer geben. Dann kannst du das ja nicht sein. Wenn du sagst ja schon selber, das ist mein Körper. Ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Ja, ich habe auch ein Auto und eine Wohnung. Aber ich bilde mir nicht ein, das zu sein. Also erkenne ich, was ich habe, kann ich nicht sein. Da muss es einen Besitzer geben. Dann richte ich mal mein Bewusstsein auf den Besitzer, auf den, der das hat. Und dann erkenne ich also schon im Spiegel wieder den liebevollen Hinweis des Lebens über die Weisheit der Sprache. Das bist du schon mal nicht. Das ist dein Erfahrungsinstrument. Und damit ich das jetzt nicht vergesse, um Ihre Frage zu beantworten, mache ich mir überall Zettel, also am Schreibtisch, am Nachtkästchen, im Bad, am Spiegel, überall, wo Sie ständig hinkommen. Und jedes Mal, wenn mein Blick wieder auf einen dieser Zettel fiel, habe ich Mini-Urlaub innehalten gemacht, gesagt, Moment, ich erinnere mich wieder daran, wer ich wirklich bin. Das bin ich nicht.
Ich bin der Erfahrene. Ich bin der Beobachter. Ich schaue mir beim Leben zu. Und dann habe ich mich vielleicht 100-mal am Tag ja, wieder zurückbegeben in die Beobachterrolle. Und irgendwann kam da für mich ein verblüffendes Erlebnis. Da fiel mein Blick wieder auf den Zettel und ich wollte mich wieder erinnern, wollte wieder zurückgehen in das Bewusstsein und merkte, nein, ich bin noch bewusst. Oh. Ich bin gar nicht gerutscht. Wow, das ist ja schön. Ja, jetzt die ganze Zeit habe ich gar nicht gemerkt, es war mir nicht bewusst, dass ich bewusst bin. Aber ich bin nicht ins Ich gerutscht, sondern und dann wurden die Pausen immer länger und es kam immer seltener vor. Und heute passiert es vielleicht alle paar Tage mal, dass ich in einer Begeisterung ins Tun rutsche. Aber dann merke ich das sofort, das ist wie ein strubbeliges Gefühl. Also im Moment, das bin ich nicht. Und ich erinnere mich wieder und bin wieder bei mir. Und wie lange hat der Prozess des Übens gedauert? Ich meine sogar, ich hätte Sie schon mal in einem Vortrag gehört, da hätten Sie gesagt, das hat 2 Jahre gedauert. Ich wollte es nicht sagen, um die Leute nicht Es hat 2 Jahre gedauert. Ja, aber ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt fragen soll oder nicht, denn ich kannte ja die Antwort, aber ich glaube, die Antwort ist wichtig. Und klar, das kann demotivieren, aber wenn man es weiß, dann wundert man sich wenigstens nicht, wenn es nicht so lange dauert. Von Anfang an funktioniert und so lange dauert. Und dann könnte man dass das so lange gedauert hat. Aber tatsächlich, es hat so lange gedauert, aber irgendwann haben sie es eben geschafft und es passiert nicht mehr. Als Beobachter nehme ich ja wahr, muss ich auch nicht lernen, kann jeder. Ja. Und dann mache ich aber irgendwann die Erfahrung durch das Wahrnehmen, ich habe gar keine Verwendung mehr für das begrenzte und begrenzende Denken. Wann soll ich das benutzen? Ich nehme ja live wahr, was geschieht. Wenn ich darüber nachdenken wollte, müsste ich ja aus der Wahrnehmung rausgehen und müsste in den Verstand gehen und nachdenken. Aber das ist ja nicht besser. Ich habe ja ein umfassendes Werkzeug, denn die Wahrnehmung im Gegensatz zum Denken ist absolut vollkommen. Die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts. Sie nimmt einfach nur wahr, was ist und sagt, so ist es. Das heißt, also, die Wahrnehmung ist das dann nochmal das höhere Bewusstsein? Kann man das so sagen? Wir können vielleicht etwas flapsig sagen, wahrnehmen ist das Denken des Bewusstseins. Also was das Denken für das Ich ist, ist die Wahrnehmung für das Bewusstsein. Ein Ich muss denken, das kann ich wahrnehmen und ein Bewusstsein nimmt automatisch wahr und braucht nicht. Ich könnte zwar denken, aber braucht es nicht mehr. Okay. Wow. Und das Ganze kann dauern, bis man so weit gekommen ist, das so wahrzunehmen, ein solches Bewusstsein zu haben, nicht immer wieder aus dem Bewusstsein herauszubrechen in die Ich-Identifikation. Ich denke, das muss ich üben, üben, üben. Und dazu haben Sie sich diese Zettelchen gemacht. Ja, zunächst einmal in die Beobachterrolle zu kommen, das muss man nicht üben, das kann jeder sofort. Mhm. In die Wahrnehmung kommen braucht er auch nicht üben, denn der Beobachter beobachtet automatisch. Also wir können auch als ich, wir beobachten mal irgendwas, einen Käfer, eine Blume, irgendwas. Also das kann jeder. Was er üben muss, ist drin zu bleiben, weil das Leben, die Ereignisse, die ziehen ihn wieder ins Ich, ja, in sein Erfahrungsinstrument, in die Identifikation. Und deswegen habe ich mir eben diese Zettel gemacht, um mich daran zu erinnern, weil ich irgendwann merkte, oh, ich bin ja rausgerutscht, ich bin ja gar nicht mehr der Beobachter, ich bin ja wieder im Tun. Und das hat eine Weile gedauert, aber sie rutschen seltener raus, es dauert nicht mehr so lange, sie sind sofort wieder drin und irgendwann haben sie es geschafft. Aber die Erfahrung beginnt eben sofort, ohne jeden Zeitverzug, können jeder, der es jetzt gehört hat, kann sofort in der Imagination in den Beobachtermodus gehen und kann sich selbst beim Leben zuschauen und ist automatisch auch in der Wahrnehmung.
Ja, und ich habe mal gehört auf einem Ihrer Vorträge, dass Sie das auch 2 Jahre geübt haben. Und ich selber bin da auch noch am Üben und kann eben auch sagen, man muss es üben, üben, üben. Und dann, ja, es macht dann auch sehr viel Spaß, aber ich muss mich auch immer wieder dran erinnern. Es muss bei anderen nicht so lange dauern wie bei mir. Ich war da ein hartnäckiger Fall. Aber das Schöne ist, irgendwann hatte ich es auch geschafft. Und alles muss man üben, wenn Sie in eine neue Situation gehen, damit Sie nicht wieder in die Vertraute rutschen. Oh ja, das stimmt. Das ist auch ein gutes Stichwort. Neue Situation. Es geht ja darum, loszulassen. Sie sagten mal irgendwann, wenn ich mein bisheriges Leben nicht mehr haben möchte, sprich den Liebeskummer nicht mehr haben möchte, dann muss ich es loslassen. Aber wie komme ich zum Loslassen? Wie schaffe ich das? Haben Sie Tipps zum Loslassen? Natürlich. Ich habe es ja alles praktisch erlebt und ich habe es nicht nur erlebt. Ich bin ja auch Heilpraktiker und in der Praxis habe ich all diese Dinge hundert oder manchmal tausend mit Tausenden durchgeführt und verfolgen können. Wie lange hat es gedauert? Hat es geklappt? Und so weiter. Wir haben für alles im Leben immer eine kleine Lösung oder eine wirkliche Lösung. Die kleine Lösung ist, wie helfe ich dem Ich, dass Liebeskummer nicht so weh tut? Oder dass er möglichst selten vorkommt. Das ist die kleine Lösung. Da bleibe ich im Ich, in der Illusion, ja, aber es tut dann nicht mehr so weh. Das würde ich nicht vorschlagen. Ich würde, wenn, dann eine richtige Lösung vorschlagen. Und die richtige Lösung ist, einfach zu erkennen, was ist die Ursache für meinen Liebeskummer? Und dann erkenne ich eben die Ursache, ist nicht die Liebe, ist nicht der Partner, der ist der Auslöser, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist meine Ich-Identifikation. Ja? Das Ich leidet, woran leidet es? Es leidet an seiner Vorstellung. Ich will haben oder der soll so sein, der soll so zu mir sein. Das tut mir, sprich meinem Ich, gut. Ja? Oder das tut mir weh, wenn er eben nicht so ist und daher der Kummer. Oder wenn er nicht da ist, tut es mir weh. Ja, da habe ich Sehnsucht danach, nach seiner Nähe, nach seiner Berührung, nach was auch immer. Aber es ist also die Vorstellung des Ich, die Liebeskummer schafft. Wenn ich das erkannt habe, dann weiß ich, die einzige Lösung ist, ich muss die Identifikation mit dem Ich loslassen. Ja, okay. Dann ist das Kummer vorbei. Und wie mache ich das? Haben wir gerade eben gesehen, indem ich lebe als Beobachter. Im gleichen Augenblick habe ich den Stecker gezogen mit der Identifikation, mit der Illusion des Ich, bin der Beobachter und schaue meinem Erfahrungsinstrument beim Leben zu. Kann erkennen, was es denkt, was es fühlt, was es will und so weiter. Und gleichzeitig stelle ich fest, Liebeskummer ist nicht mehr möglich. Ich bin jetzt in der Liebe zum anderen immer noch, aber nicht mehr im Haben-Modus und auch nicht mehr in der Vorstellung, weil das zum Ich geht, sondern ich erlebe, genieße den anderen wie einen Sonnenuntergang. Ich sage ja dem der Sonne auch nicht, du müsstest jetzt weiter rüber und die Wolke müsste weg und da sollte es heller sein und das Rot ist mir zu rot. Sondern ich genieße einfach den Sonnenuntergang, so wie er ist. Das heißt, als Bewusstsein nehme ich den Partner, so wie er ist. Und als Bewusstsein weiß ich natürlich, in Wirklichkeit ist mein Partner, wie jeder andere, ein ungetrennter Teil des allerhöchsten Seins. Wir alle sind ungetrennte Teile des Allerhöchsten. Also der andere ist vollkommen. Ich muss ihn weder erziehen, noch kann ich ihn verbessern, noch sollte ich ihn kritisieren. Er ist vollkommen. Der macht vielleicht jetzt gerade die Erfahrung von Rücksichtslosigkeit oder von Unhöflichkeit oder von was auch immer.
Aber jeder Gott muss selbst entscheiden, welche Erfahrung er gerade machen will. Aber das hat mit mir nichts zu tun. Dass ich jetzt nicht mehr da das beleidigt oder gekränkt oder verletzt sein könnte, sondern ich helfe dem Gott an meiner Seite, diese Erfahrungen zu machen. Und bin nicht betroffen davon. Als Bewusstsein bin ich frei, da gibt es kein Problem. Und dann genieße ich das Leben und Liebeskummer kommt nicht mehr vor. Ja, und das klingt wunderschön, gelingt aber dann doch öfters nicht. Also ich habe schon einige Klientinnen, manchmal sogar Klienten, die leiden in ihren Beziehungen, die sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Es ist ja manchmal nicht nur, dass wir es die andere Person nicht so akzeptieren können oder nehmen können, wie sie ist, aber manchmal zerstört bestimmtes Verhalten vermeintlich wirklich die Beziehung. Es funktioniert nicht. Was mache ich dann? Denn dann leide ich ja auch. Natürlich. Dann gibt mir gerade das Leben Nachhilfeunterricht. Das ist schmerzhaft. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich bin immer noch in der Illusion des Ich. Und die Illusion kann nicht geheilt werden. Die ist die Krankheit. Das heißt also, da muss ich raus und muss wissen, solange ich in der Illusion der Ich-Identifikation bin, ist Leid und Probleme, Mangel, Schwierigkeiten nicht zu vermeiden. Das gehört zu der Unzulänglichkeit der Ich-Identifikation. Und heißt das, die Ursache des Übels sozusagen ist nur, dass ich identifiziert bin? Oder gibt es nicht doch Beziehungen, die besser funktionieren und weniger gut funktionieren, weil der eine vielleicht sich immer wieder am Nicht-Funktionieren aufregt und dann könnte man sagen, gut, wir beide passen nicht so gut zusammen, ich werde diese Beziehung verlassen und dann wird mein Kummer auch weniger. Also hängt es wirklich nur mit der Identifikation zusammen oder gibt es auch nicht funktionierende Beziehungen? Natürlich gibt es nicht funktionierende Beziehungen, aber nur für ein Ich. Bewusstsein geht die gar nicht erst ein, weil es ja weiß, wir gehören jetzt nicht zusammen. Also warum sollten wir es versuchen? Das stimmt ja nicht. Aber ein Ich weiß das nicht. So, oh, der gefällt mir aber, den hätte ich gern, das wäre schön mit dem. Und dann versucht es das, aber das heißt ja nicht, dass das stimmt, dass das der Richtige ist, sondern nur, ich will ihn haben. Oder genauer gesagt, das Ich will ihn haben und probiert ihn aus. Und funktioniert nicht, gibt es auch in Wirklichkeit nicht. Alles funktioniert, denn alles im Leben gehorcht dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Also. Ja, was hat es mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung auf sich, wenn wir jetzt an den Liebeskummer denken? Das heißt also, dass alles, was geschieht, alles, was ich erlebe, ohne Ausnahme, eine Wirkung ist. Und jede Wirkung hat eine Ursache. Sonst wäre sie ja nicht da. Also ohne die Ursache kann sie nicht da sein. Die Wirkung ist jetzt der Liebeskummer und die Ursache ist die Ich-Identifikation. Und das Leben sagt du, solange du in der Ich-Identifikation bleibst, wirst du Liebeskummer und andere Probleme nicht vermeiden können. Das gehört zur Begrenzung des Ich. Das ist eine ganz normale menschliche Erfahrung. Und solange du in dieser Identifikation bist, wirst du das erfahren. Wenn du diese Erfahrung nicht mehr machen willst, musst du Lösung rausgehen und erkennen, wer du wirklich bist. Und der erste Schritt dazu ist, das bin ich schon mal nicht. Und das, genau, okay. Und dann gehe ich ins Bewusstsein und im Bewusstsein könnte ich auch feststellen, wir passen nicht zusammen. Natürlich, aber ich kann nicht ins Bewusstsein gehen, denn ich kann ja da nicht raus. Ich bin ja die ganze Zeit drin. Ich bin mir dessen nur nicht bewusst. Also richtig ist, ich mache mir wieder bewusst, dass ich Bewusstsein bin. Ich erinnere mich nur daran. Da ist kein Schritt zu tun. Ich muss das nicht werden, was ich bin. Und wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich bin? Ich bin das ja. Ich kann es nur vergessen und mich wieder daran erinnern. Und von der Position aus könnte ich erkennen, ob wir zusammenpassen oder nicht zusammenpassen. Ist das richtig? Ja, das ist ja schon bei der Begegnung so. Als erwachtes Bewusstsein begegnen sie genauso wie im Ich, laufen Menschen immer wieder
und sehen, was sie mit dem zu tun haben, ob das nur eine einmalige Begegnung ist oder ob sie länger befreundet sein werden, ob das der richtige Partner ist, wenn der als Partner in Frage kommt. Und dann auch noch wichtig, ob das der richtige Partner für wie lange ist. Denn die meisten Partnerschaften sind nicht gedacht für ein Leben, weil wir uns unterschiedlich schnell entwickeln, unterschiedlich schnell in andere Richtungen gehen können. Das heißt also, normalerweise ist eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Lebensabschnittsbeziehung. Ja, für diesen Abschnitt gehen wir gemeinsam, wie man sich verabredet mit einem Freund, wir machen eine Wanderung und nach der Wanderung geht jeder wieder seiner Wege. Wir sind zwar immer noch Freunde, aber wir wandern nicht ein Leben lang jetzt weiter. Aber das Ich will, der tut mir gut, den will ich für immer und ewige Liebe und dann auch kommt ewige Treue. Ja, das, die Arroganz des Egos erwartet einfach, wenn der mich schon haben kann, dann darf der natürlich nie mehr irgendjemand anderes anschauen, dann gibt es nur mich in seinem Leben. Das Ich will einfach der Mittelpunkt sein. Und das ist natürlich schon wieder eine neue Ursache für Leid, denn Leben ist nicht so. Es kann jederzeit passieren, dass sie auch einen anderen lieben. So. Und das ist zum Beispiel in meinem Leben auch passiert. Und da habe ich die richtige Frage gestellt. Ich habe meine Lieblingsfrau bei der Hand genommen. Wir sind selbstverständlich ganz offen. Also offen, ohne Offenheit geht Liebe gar nicht. Also ich habe ja sofort gesagt, da habe ich mich entzündet. Und jetzt, wie gehen wir damit um? So, das heißt also, unsere Beziehung wird davon nicht berührt. Aber das ist auch eine Wirklichkeit. Jetzt irgendwie müssen wir jetzt was damit anfangen. Und dann hat sie auch die richtige Frage gestellt und hat gesagt, ändert das irgendetwas an unserer Beziehung? Mhm. Überhaupt nicht. Wir verstehen, wir lieben, alles ist, sagt sie, dann ist es deine Sache, dann interessiert es mich nicht. Und dann habe ich das zu Ende erlebt, war nach ein paar Wochen erledigt. Es war nur noch mal eine bestimmte Erfahrung, ob ich eben noch einmal, wir waren schon 30 Jahre zusammen, ob ich noch einmal in diese Erfahrung eintreten möchte, die nur noch eine Erinnerung war, einer solchen Begegnung. Ich habe gemerkt, nein, führt nur zur Enttäuschung, das brauche ich nicht mehr. Und dann konnte ich das beenden und auflösen. Und unsere Beziehung war davon überhaupt nicht berührt. Aber nur deswegen, weil wir beide weise damit umgegangen sind. Denn sonst hätte es beiden sehr wehgetan. Dann wäre ich gewesen. Ja. Schön. Ja, das stellt auch so die Frage nach der Verantwortung. Wir sind ja, denke ich, für unsere Beziehung verantwortlich und auch für unseren Liebeskummer verantwortlich. Und wie sehen Sie das? Was ist wirklich meine Verantwortung und was ist die des Partners und wo kann ich mich mit meiner Verantwortung retten oder wie kann ich mich vielleicht retten, indem ich verantwortlich werde? Also ich muss zunächst einmal bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen. Ein Ich ist dazu nicht bereit. Ein Ich hat da viele Ausreden gefunden, das ist Schicksal und wenn der liebe Gott nicht will, dann nützt es gar nichts und so. Also dann gehe ich in den Opfermodus. Ja. Ich kann nichts dafür. Ich kaufe mir ein T-Shirt mit der Aufschrift, ich war es nicht, ich kann nichts dafür. Ich bin verlassen worden. Ja, ich lebe als Opfer. Also ich. So. Aber das ist Illusion. Irgendwann als Bewusstsein übernehme ich natürlich volle Verantwortung. Ich weiß alles, ohne jede Ausnahme, was mir in meinem Leben passiert, wird durch mein So-Sein verursacht. Das heißt, mein So-Sein von heute ist meine erlebte Realität von morgen. Das So-Sein ist, also ich bin ein Energiefeld, jeder, wenn ich sage ich, meine ich mich nicht persönlich, sondern jeder, jeder ist ein Energiefeld mit einer bestimmten einmaligen Schwingung und die sendet er 24 Stunden am Tag aus, das kann er nicht stoppen und bestellt damit beim Leben entsprechende Ereignisse.
Das heißt, also auch während Sie jetzt so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft. Ja, Sie senden das aus und bestellen damit entsprechende Ereignisse. Und wenn Ihnen irgendetwas in Ihrem Leben nicht gefällt, dann sollten Sie nicht versuchen, das Leben zu ändern. Das kann nichts dafür. Das wäre ungefähr so albern, als wenn Sie im Kino einen Film sehen und da gefällt Ihnen eine Szene nicht und Sie gehen vorne zur Leinwand und schneiden da ein Stück raus, wo diese Szene gerade stattfindet. Ja, das ist ja nur die Projektion. Das ist die Ebene der Realität. Mhm. Sie müssen die Ursache ändern, wenn Sie was ändern wollen. Und das ist Ihr So-Sein. Das können wir auch gerade praktisch machen. Ist auch nur ein Schritt natürlich. Ja. Wie immer. Ja, wie immer. Sie haben gerade gelächelt zum Beispiel. Das allein hat Ihre Schwingung, die Schwingung Ihres Energiefeldes bereits verändert. Okay, jetzt ist das Lächeln vorbei. Dann ist auch die Veränderung vorbei. Die war nicht nachhaltig. Aber allein dieses Lächeln hat gereicht, um eine andere Schwingung in Ihrem So-Sein zu erzeugen und damit einen anderen Dauerauftrag an das Leben. Und damit haben Sie ein klitzekleines bisschen in Ihrer Zukunft angenehm verändert. Wenn wir jetzt das nachhaltig machen. Ja, ich habe jetzt gerade, da fällt mir jetzt gerade eine Frage ein. Wenn ich doch da am Boden bin und total traurig und Liebeskummer und Schmerz, dann könnte doch genau das, was Sie jetzt sagen, mich noch trauriger machen, weil ich denke, oh, jetzt bin ich auch noch auf der falschen Schwingung, jetzt habe ich die falsche Energie, dann ziehe ich ja nie mehr was Gutes an. Sie sagen, es ist nur ein Schritt, aber in dem Moment kommt einem das ja vor wie 100 Kilometer entfernt. Sie gehen immer wieder zurück in eine Ich-Erfahrung. In dem Moment, wo Sie der Beobachter sind, ist diese Erfahrung nicht mehr möglich. Stellt sich diese Aufgabe nicht mehr. Das heißt also, wenn Sie also in der Situation sind und leiden, dann müssen Sie sich erinnern, okay, das Ich leidet jetzt, weil es Vorstellungen hat, wie das Leben zu sein hat, aber das Leben ist nicht immer so, wie das Ich sich das vorstellt, und dann leidet das Ich. Also sollte ich meine Vorstellung beenden, gehe wieder in den Beobachtermodus und nehme wahr, wie ist denn das Leben? Und dann erkenne ich, das Leben ist nicht leicht oder schwer, sondern es ist so und so und so. Die Ereignisse sind völlig neutral. Also da sind Ereignisse, Situationen, Umstände, aber die sind nicht leicht oder schwer, böse oder gut. Die sind so, und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das stimmt so für mich selbst, gehört also so in mein Leben, dann lehne ich mich zurück, mache mir das bewusst und genieße die Situation, so wie wenn der Film Ihnen gerade gefällt. Oder das gefällt Ihnen nicht, dass Sie sagen, nein, so stimmt das nicht in meinem Leben. Ich gehe immer vom Ideal aus, nicht nur von einer kleinen Verbesserung, würde ich jedem raten. Also, wenn es nicht stimmt, dann sage ich, Moment, so nicht, das gehört nicht in mein Leben. Wie wäre es denn ideal? Und was ist jetzt zu tun, damit es so ideal wird? Und wenn Sie jetzt wollen, machen wir wieder einen Schritt und erreichen dieses Ideal. Oh, so schnell? Ja, klar. Alle immer einen Schritt. Okay. Weil Sie müssen sich immer daran erinnern, Sie sind ja vollkommen. Sie müssen nichts tun oder werden, was Zeit brauchen könnte. Sie müssen sich nur erinnern. Ja. So, was wollten wir jetzt erreichen? Also irgendetwas. Wir wollten ein neues Ideal erreichen. Dazu müssen wir, glaube ich, jetzt wissen, was ist denn ideal oder was wünschen wir uns? Machen wir es doch gerade praktisch. Ja, jeder, der jetzt zuhört, macht sich einmal bewusst, was würde denn mein Leben deutlich verbessern? Was würde mich glücklicher machen? Was würde mich erfüllen? Also was wäre schön, wenn das passieren würde in meinem Leben? Ja? Okay. Also sich bewusst machen. Ich muss erst eine Zielklarheit schaffen. Ich kann nämlich ein Ziel nicht erreichen, wenn ich keins habe. Also der erste Schritt ist, was will ich eigentlich? Ein Ziel finden, ja. Denken, mir vorstellen und glauben können. Auch der Glaube ist wichtig. Wenn ich sage, ja,
Millionen hätte ich gern bis heute Abend, aber glaube ich ja nicht, dass das passiert. Wo soll die denn herkommen? Ja, dann verhindert mein Nichtglaube die Erfüllung. Da brauche ich gar nicht weitermachen. Oh, also ich darf mir nur das wünschen und kann mir nur das wünschen, woran ich auch glaube, beziehungsweise was ich auch glaube, erreichen zu können. Noch schlimmer, Sie sollten es sich nicht wünschen, denn Wünschen verhindert Erfüllung. Oh. Ja, warum? Wenn ich mir etwas wünsche, sende ich ja den Mangel aus. Ich habe nicht, ich hätte gerne. Mhm. Er sagt, okay, ich sorge dafür, dass du es auch nicht kriegst. Ja, das ist ja die Ursache. Ja, du bestellst Mangel und ich besorge dir welchen. So. Und dann erfüllt das Leben meinen Wunsch, nämlich Mangel. Und ein Wunsch geht nie in Erfüllung. Noch nie ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich muss erst einmal, also was in meinem So-Sein nicht enthalten ist, das ist das Dia für die Realität. Was in diesem So-Sein nicht enthalten ist, kann auf dem Bildschirm Realität nicht in Erscheinung treten. Genau, der Film, nur das, was am Film drauf ist, kann vorne auf der Leinwand erscheinen. Also ein Wunsch kann nicht erscheinen, das geht nicht. Ich muss es erst einmal geistig in Besitz genommen haben. Das heißt, ich muss es in mir haben. Das machen wir jetzt praktisch, wir machen alles praktisch. Ja? Also, Sie nehmen Ihren Wunsch, wir nennen es Wunsch, weil unsere Sprache halt ich-orientiert ist. Nennen wir es neutral. Ziel. Absicht. Die Absicht, ja? Okay. Ja, man hat die Absicht, unser Leben zu verbessern und schaffen Zielklarheit und sagen, dieser Umstand würde mein Leben verbessern. Und jetzt kommt es. Und jetzt versetze ich mich in der Imagination in die Erfüllung, in die erfolgte Erfüllung. Also ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Es ist geschehen. Und das ist jetzt noch eine Vorstellung, die bewirkt noch nichts. Ich muss jetzt hineingehen, mich in der Situation erleben und sie mit einem starken Gefühl verbinden, denn das Gefühl ist die verwirklichende Kraft. Das geht ganz einfach, wenn Sie ein Gefühl der Freude nehmen. Denn wenn Sie in der Erfüllung sind, ist Freude leicht. Ja? Auch Erleichterung geht leicht. Also wenn Sie in der Erfüllung sind, ach, sagen Sie, toll, klasse, dass ich das erreicht habe. Und ich mache es mit Dankbarkeit. Ja, also ich setze mich in die Erfüllung. Und das Gefühl der Verwirklichung kommt durch die begleitende Dankbarkeit. Ich beginne also gleich den Satz der Verwirklichung. Ich bin dankbar für. Und jetzt beschreibe ich die erfüllte Erfüllung, gehe da rein und erfülle mich mit der gefühlten Dankbarkeit. Denn, Geheimnis, Ihre gefühlte Dankbarkeit verwirklicht das, wofür Sie dankbar sind. Ja, so. Das heißt also noch einmal Zielklarheit. Mhm. Ich alles gleichzeitig, muss mich auf eins konzentrieren. Ich nehme das geistig in Besitz und erfülle das mit einem starken, verbinde das mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit. Und letzter Schritt. Bleibe in diesem Gefühl, es ist vollbracht, ich habe es erreicht, bis es Realität ist. Das heißt nicht, dass ich dauernd daran denken muss. Ich muss überhaupt nie mehr daran denken. Aber wenn ich daran denke, dann immer wieder in der Energie, ach ja, das muss ja jetzt auch bald Realität werden. Das habe ich ja schon in Besitz genommen. Oh, da freue ich mich drauf. Ja? So, das heißt, Sie bleiben in der Erfüllung. Stellen Sie sich das so vor, Sie haben etwas beim Warenversandhaus bestellt und die sagen Ihnen, jawohl, ist ab Lager lieferbar, innerhalb von 3 Arbeitstagen bei Ihnen. Und dann könnte der Verstand nachher sagen, ja und, wo ist es? Er sagt, Moment, also es ist bestellt. Ja, weißt du, ob du es kriegst? Ich habe es bestellt und die haben mir zugesagt, dass es abgeschickt wird, dass sie es da haben, also
beruhig dich mal, das kommt in den nächsten Tagen. Das heißt, sie lassen sich von ihrem Verstand nicht irritieren, sondern sie bleiben in der Gewissheit der Erfüllung. Aber da ist doch gerade das Schwierige. Denn es heißt ja immer, man darf nicht zweifeln. Die Zweifel würden wieder diese Wunscherfüllung beeinträchtigen oder deswegen könnte es nicht passieren oder der Verstand knockt uns wieder aus und sagt uns, das klappt doch eh nicht. Und dann klappt es ja auch nicht. Und wie kann ich damit umgehen? Und beide Aufträge werden vom Leben erfüllt. Sie haben eine Bestellung gegeben und sie haben dann nochmal angerufen, will ich nicht mehr haben. Dann streicht das Leben die Bestellung und nichts passiert. Ja. Aber ich will es ja noch haben, nur ich zweifle, dass es klappt. Was mache ich dann? Nein, die sind schon wieder im Ich-Modus. Sie ich zweifeln. Für meine Zuschauer. Ich weiß, natürlich. Ihr Verstand zweifelt, also jeder, der zuschaut. Nicht ich zweifle, sondern ich habe es ja bestellt, sondern mein Verstand zweifelt. Und solange ich mit dem nicht identifiziert bin, kann der ja zweifeln. Das ist wie ein Freund, Sie haben was bestellt und Sie erzählen ihm, du, ich habe endlich einen Katalog das gefunden, habe beim Warenversand was das bestellt. Die haben mir gesagt, ist ab Lager lieferbar, kommt in den nächsten Tagen. Und der zweifelt jetzt und sagt, ja, weißt du ja nicht, ob das klappt. Vielleicht haben die deinen Auftrag verschlampt oder missverstanden. Wenn Sie jetzt seine Zweifel teilen, haben Sie abbestellt. Wenn Sie aber sagen, nee, ich weiß, die haben mir gesagt, das kommt in den nächsten Tagen. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, letzter Schritt ist, Sie bleiben in der Gewissheit, das muss ja jetzt bald Realität werden, weil ich es geistig in Besitz genommen habe. Und damit ist es auf der Kausalebene bereits Wirklichkeit und muss auf der Ebene der Realität erscheinen. Das heißt, meine vielleicht dann doch mal aufkommende Zweifel identifiziere ich als Ich zweifle und sage, okay, das ist mein Verstand, der darf zweifeln, aber ich als Bewusstsein weiß, das wird klappen. Machen wir es ganz einfach. Die absolute Gewissheit der Erfüllung verursacht die absolute Erfüllung. Ohne diese absolute Gewissheit der Erfüllung ist Erfüllung nicht möglich. Mit der absoluten Gewissheit der Erfüllung ist Erfüllung nicht zu vermeiden. So. Und diese absolute Gewissheit habe ich im Bewusstsein. Eben, nicht im Ich. Der Verstand kann ruhig zweifeln. Ja? Okay. Das spielt keine Rolle. Ihre Persönlichkeit kann sagen, wie oft hast du das denn schon erlebt und so weiter. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist die Erfahrung Ihrer Persönlichkeit, Ihres Verstandes. Das ist völlig in Ordnung, dass der aus seiner begrenzten Erfahrung das nicht glaubt. Wenn Sie ihm glauben, haben Sie abbestellt. Wenn Sie ihm nicht glauben und sagen, okay, du kannst ruhig zweifeln, ich weiß, ich habe das in Besitz genommen und dann kriege ich das auch. Und das passiert nur anfangs. Wenn Sie nämlich ein paar Mal bestellt haben und es hat sich erfüllt, dann wissen Sie, dann bleibt die Gewissheit, dann wissen Sie aus Ihrer Erfahrung, nein, wenn ich das in Besitz genommen habe, dann kommt das. Das Leben macht nämlich keine Fehler. Warenversand könnte Fehler machen, das Leben macht keinen. Okay, schön. Ja. Oh, jetzt heißt denn das, dass ich mir dann auch meinen Wunschpartner so bestellen kann? Ja. Im Versandhaus? Eigentlich ja, aber jetzt kommt es darauf an. Wer möchte sich diesen Wunschpartner bestellen? Das Ich oder das Bewusstsein? Das Ich kann es nicht. Das Ich kann sich nur wünschen, kann Inserat aufgeben, also kann tun, kann Meetings machen, es kann etwas tun, das kann klappen oder nicht. Da sind wir im Tu-Modus. Bin ich aber erwachtes Bewusstsein, brauche ich meinen Idealpartner nicht mehr verursachen. Denn ich bin eine lebende Ursache für diese Beziehung. Ich richte nur meine Aufmerksamkeit darauf, oh, das wäre schön, nicht mehr allein zu sein, mit jemandem durchs Leben zu gehen und
da Sie bereits erwachtes Bewusstsein sehen, ziehen Sie damit automatisch den idealen Partner in Ihr Leben. Sie brauchen gar keine besondere Ursache setzen. Sie richten nur Ihre Aufmerksamkeit darauf und ich verbinde das wieder mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Also ich bedanke mich für die Begegnung mit meinem Traumpartner aus. Damit habe ich es in Besitz genommen, als ich selbst, wie gesagt, ein Ich kann das nicht, da ist das nur, sind das leere Worte, die bewirken nichts. Aber wenn Sie erwachtes Bewusstsein sind, dann ist es ganz einfach. Und dann erkennen Sie irgendwann, Sie brauchen nie wieder irgendeine Ursache setzen. Weil alles, was in diesem Augenblick zu Ihnen gehört, ziehen Sie automatisch in Ihr Leben durch Ihr erwachtes Bewusstsein. Und alles, was nicht jetzt in Ihr Leben gehört, kann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gehören, aber das wollen Sie jetzt auch gar nicht haben, denn das würde gar nicht stimmen jetzt. Also brauchen Sie als erwachtes Bewusstsein nichts tun, nur noch zu sein. Und jetzt haben Sie gerade noch mal von der Ursache gesprochen und das geistige Gesetz von Ursache und Wirkung, von dem Sie in Ihren Büchern schreiben. Ich habe das so verstanden, dass ich doch aufpassen muss, welche Ursachen ich setze, oder? Was ich verursache. Natürlich, denn was immer, Sie sollten nur das verursachen, was auch wirklich geschehen soll. Die meisten Menschen verursachen ständig, unbewusst, eine Zukunft, die sie gar nicht haben wollen. Wie macht man das? Ganz einfach. Zum Beispiel einfach nur durch schlechte Laune. Ja? Wenn Sie nicht gut drauf sind, Sie sind schlecht gelaunt. Man sagt, Sie sind mit dem falschen Fuß aufgestanden. Sind Sie eine lebende Ursache für Ereignisse in der Zukunft, die Ihnen die Laune verderben? Wenn Sie sich ärgern, haben Sie sich schon mal geärgert in Ihrem Leben? Klar. Könnte vorkommen. Ja? Können Sie sich nicht leisten? Weil jeder Ärger, ohne Ausnahme, verursacht eine ärgerliche Situation in Ihrer Zukunft. Wenn Sie sich Sorgen machen, macht sie schon die Weisheit der Sprache aufmerksam, dass da gar keine Sorgen da sind. Sie müssen sich nur welche machen, wenn Sie welche haben wollen. Ich mache mir Sorgen. Sie sagen auch, ich habe mich geärgert. Nicht der andere hat mich geärgert, der kann das nämlich gar nicht. Der andere kann irgendwas tun und es kann mir egal sein oder ich kann mich darüber freuen oder ärgern. Das ist meine Entscheidung. Der kann mich nicht ärgern. Die Weisheit der Sprache sagte schon, ich habe mich über den geärgert. Ich könnte mich auch über den freuen. Das war meine Entscheidung. Ja, also, wann immer Sie negativ denken, sich ärgern, sich Sorgen machen, in Stress sind, verursachen Sie damit entsprechende Ereignisse in Ihrer Zukunft. Und dann glauben Sie, ja, Leben ist nun mal schwierig. Ja, man kann nun mal nicht alles haben, was man haben will. Es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Nein, es kommt nicht so, wie man es gerne hätte, aber immer so, wie Sie es mit Ihrem So-Sein verursachen. So. Und dann wissen Sie, ich kann mir nicht mehr leisten, unbewusst eine schlechte Schwingung auszusenden, weil ich damit eine Zukunft verursache, die ich mit Sicherheit nicht habe. Aber ich kann ja auch nicht wie so ein Honigkuchenpferd durch die Welt gehen, wenn mir gerade gar nicht danach ist. Wie kriege ich das denn dann so weg? Und vor allem im Liebeskummer schon mal wieder darum nicht. Nur ich-Modus. Ich. Man kann gerade nicht so sein. Erwachtes Bewusstsein kann diese Erfahrung überhaupt nicht machen, die Sie gerade geschildert haben. Die kommt nicht vor. Also wenn sie aber vorkommt, dann ist das gerade wieder eine liebevolle Botschaft des Lebens. Du bist gerade nicht bei Bewusstsein. Willst du wirklich in der Illusion des Ich-Sein, in dieser Unzulänglichkeit, in dieser Unvollkommenheit und damit eine unvollkommene menschliche Zukunft verursachen? Es ist deine Wahl, du bist der Schöpfer, du entscheidest. Also wenn sie das merken, dann sagen, oh, jetzt war ich wieder ins Ich gerutscht. Also, ja, was will ich selbst? Was will ich wirklich? Und dann merken sie,
Moment, ich brauche ja nur stimmen, ich brauche ja nur bei Bewusstsein sein, ich muss ja gar nichts verursachen. Das ist ja Ursache genug für ein stimmiges Leben. Dann ziehe ich ja die stimmigen Umstände in mein Leben. Ich brauche gar nichts tun, ich brauche keine Ursache setzen. Ich bin eine lebende Ursache für ein stimmiges Leben, für entsprechende Ereignisse. Schön. Das ist die eigentliche Aufgabe, bewusst zu sein und damit ein stimmiges So-Sein zu schaffen, das eine stimmige Zukunft verursacht. Dann haben Sie sich als Aufgabe gelöst. Toll. Dann würde ich sagen, dass Zeiten wie Liebeskummer ja auch Zeiten sein können, in denen wir erwachen. Denn gerade wenn wir da durch den Liebeskummer so sehr auf uns selbst zurückgeworfen sind, glaube ich, ist man auch bereit und innerlich einfühlsam für sich selbst, solche Dinge zu erkennen. Wenn man so schöne Hilfe bekommt von Ihnen oder andere Hilfe bekommt, die eben genau in diese Richtung geht. Wir bekommen dauernd eine wunderbare Hilfe, denn wenn Sie Liebeskummer erleben, fragt das Leben an, willst du das wirklich? Willst du also in diesem Ich-Modus bleiben, der diesen Kummer verursacht, weil du dann Vorstellungen und Wünsche hast, die nicht immer in Erfüllung gehen? Oder darf ich dich daran erinnern, das bist du ja nicht wirklich, das ist ja die Illusion. Du lebst also in der Illusion. Du bist wirklich ein ungetrennter Teil des höchsten Bewusstseins, des einen Seins. Du bist vollkommen. Du brauchst dich nur wieder daran erinnern und dein verändertes So-Sein verursacht dann automatisch die entsprechenden Ereignisse. Also willst du dich weiter mit deinen selbstverschuldeten, selbstverursachten menschlichen Problemen rumschlagen oder willst du in der Wirklichkeit leben und dann verschwindet das alles aus deinem Leben und dein Leben stimmt. Es ist deine Wahl. Und alles ist eine Chance zum Besseren. Toll. Das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort, Herr Tepperwein. Ich danke Ihnen. Das hat alles nochmal schön rund gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Zuschauer haben ganz viel davon mitnehmen können. Darf ich noch was sagen? Ja. Ich möchte nochmal zurückkommen zum eigentlichen Thema Liebe. Ja. Machen wir uns gerne bewusst, das Spiel des Lebens hält viele Geschenke für uns bereit. Aber das wohl schönste Geschenk des Lebens ist die Liebe. Es ist die Kunst, aus einem Ich und einem Du ein Wir werden zu lassen. Das heißt, lieben heißt, einen Menschen so zu sehen, wie ihn Gott gemeint hat. Liebe ist das Einzige, was tun wird, wenn man es verschwendet. Ein Weg, auf dem man sich miteinander macht, um letztlich bei sich selbst anzukommen. Irgendwo wartet bereits der ideale Partner auf Sie. Aber Sie können ihn erst finden, wenn Sie selbst ein idealer Partner geworden sind. Und ein idealer Partner sind Sie nicht, solange Sie in der Illusion des Ich leben. Ein idealer Partner sind, wenn Sie erst einmal zu sich selbst erwacht sind und sich selbst ein idealer Partner sind. Sie sind bei Bewusstsein und damit sind Sie ein idealer Partner und ziehen automatisch den idealen Partner in Ihr Leben. Das ist der einzige Schritt, der wirklich alle Schwierigkeiten auflöst. Toll. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer mich nochmal zu bedanken. Dankeschön. Ich bedanke mich für die Einladung. Es war schön, Ihnen zu begegnen. Ich bedanke mich für unser Gespräch und verabschiede mich auch von den vielen Unbekannten, die jetzt allerdings vor einer Aufgabe stehen. Das Leben hat Ihnen gerade eine Chance geboten. Es bietet immer zuerst den königlichen Weg der Erkenntnis an, also die Erkenntnis A. Der Schritt in die Wirklichkeit, von der Illusion in die Wirklichkeit, löst alle meine Probleme, Schwierigkeiten, Liebeskummer auf. Aber wenn das Leben diesen königlichen Weg der Erkenntnis bietet und ich wähle den nicht, zwinge ich damit das Leben
zum Nachhilfeunterricht. Und damit führt es mich auf den Weg der schmerzhaften Erfahrung. Es ist Ihre Wahl, welchen Weg Sie wählen. Schön. Danke. Toll. Gut. Also, damit beenden wir das Interview. Wenn Sie noch eine Frage haben, es wäre noch ganz viel zu sagen gewesen, natürlich, aber die Zeit ist fortgeschritten. Lassen wir es gut sein. Ja. Wollen Sie noch was sagen? Sollen wir noch was dranhängen? Nein. Ich denke, wir haben genug angehängt. Lassen wir es gut sein dabei. Ja. Aber wenn Sie noch was wohin schauen wollen, miteinander, können wir gerne machen. Nee, ich war ja auch ein bisschen schon vorbereitet. Ich verstehe das alles. Das Einzige ist eben wirklich die Umsetzung. Man muss, oder was heißt, man muss diesen Schritt ins Bewusstsein, dieses, ja, Sie sagen, es ist nur der Schritt zurück in diese Beobachterposition. Sie können keinen Schritt tun, um ins Bewusstsein zu kommen. Sie können sich nur daran erinnern. Sie sind die ganze Zeit Bewusstsein. Sie können da gar nicht raus. Versuchen Sie mal rauszukommen. Geht nicht. Sie sind das, was Sie sind. Sie sind Bewusstsein. Aber Sie sind nicht erwacht. Und daran können Sie sich erinnern und können zu sich selbst erwachen. Und ganz wichtig, das ist der Beginn des eigentlichen wahren Lebens. Alles bis dahin war nur Vorbereitung. Pränatale Phase. Da waren Sie noch im Mutterleib gewissermaßen. Ja, noch nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen und hinauszutreten ins Leben. Das heißt, das ist Ihre geistige Geburt, die Sie vollenden. Und dann beginnt erst Ihr eigentliches Leben. Alles bis dahin ist noch Teil der Illusion. Ja. Gut, okay. Also Sie rutschen wie alle anderen immer wieder mal ins Ich, in den Verstand, in das Urteil. Ist verständlich. Finden Sie Ihren Weg, legen Sie sich Zettel hin oder machen Sie 100-mal am Tag Mini-Urlaub innehalten. Erinnern Sie sich daran, so oft Sie wollen. Aber in Wirklichkeit ist es nur der eine Schritt, der eigentlich nichts verändert. Sie bleiben Bewusstsein, was Sie vorher auch schon waren. Sie sind sich nur dessen wieder bewusst. Das ist alles, was zu tun ist. Sie erinnern sich an sich selbst. Okay. Gut. Ja. Also nochmal vielen Dank. Alles Gute für Sie. Und ja. Danke. Vielleicht bis jetzt. Das ist wirklich faszinierend, wenn man bedenkt, dass er mit all diesem Wissen schon in den 60er Jahren um die Ecke gekommen ist. Damals war dieses Wissen noch sehr viel weniger verbreitet als heute. Ich sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.